Damen! Den kenne ich noch aus dem Film. Das sollte sie erstmal fernhalten. Womöglich verspüren sie jedoch eine Welle der Verzweiflung. Sie wird vorübergehen. Vielen Dank für die Warnung. Es ist ein wirklich trister Ort. Aber wir werden nicht lange bleiben. Folgen Sie mir. Die Dementoren können uns jetzt nichts tun. Trotzdem, Vorsicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich Azkaban mal von innen sehe. Diese Dementoren. Nicht mal ich konnte das Ministerium dazu bringen, sie wegzuschicken. Solche Monster braucht es nicht. Sie ist schon viel länger hier als der Rest von uns. Jagst mir keine Angst ein. In Hogwarts lehren sie so wenig von dem, was man wissen soll. Über deiner Begleiterin hängt eine dunkle Wolke. Ich fühle es. Was höre ich denn da? Vielleicht ist es der gnädige Tod, der jetzt naht. Das wird mir in der Schule niemand glauben. Denken Sie daran, dass Anne schon lange hier ist. Die Dementoren sind nicht nett. Haben Sie Geduld und sprechen Sie leise und respektvoll mit ihr. Sind Sie Anne? Wer ist da? Wer spricht mit mir? Der Tod, der mich endlich holen kommt? Ich bin ein Schüler aus Hogwarts. Ich habe das Buch gefunden, das Sie... Mit dieser Brille, ne? Das Buch. Das ist es, was ich suche. Im ganzen Land kein Magier die Seiten fand. Der tückische Halunke in seine Höhle sich stahl. In Upper Hooksfield entschied sich mein Schicksal. Was wollen Sie sagen? Dass die fehlenden Seiten in einer Höhle sind? Bei Upper Hooksfield? Hooksfield, die Ruine ein Gewölbe enthielt. Ein Gewölbe in Ruinen bei Upper Hooksfield. Ich schätze, ich könnte nachsehen. Es ist wert den Versuch. Sieh nach, finde die Seiten aus deinem Buch. Helen, ich weiß, du bist hier. Komm etwas näher zu mir. Was ist denn? Warum bist du denn überhaupt so nah da rangegangen? Sie sind verletzt. Gehen Sie. Die Höhle. Sie sind in Sicherheit. Sie haben, was Sie brauchen. Ich schaff's schon, sobald ich... What? Aber, Madame Thistlewood, ich... Na gut. Ich finde Jack aus Höhle. Was? Sieht interessant aus. Habe ich das nicht schon geknackt? Nee, ne? Ja, komm, ist egal. Machen wir erstmal hier weiter, ich habe keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Bisschen dämlich und leichtsinnig. Macht ja auch Sinn. Wegen Plot. Aber schön, dass ihr noch da seid. Ich dachte, es wäre... Rebellion. Finde heraus, was Anna hinterlassen hat. Hätte ich doch hier hin. Hier war ich doch eben schon. Hab gesagt, hier ist legit nichts. Und jetzt hat sich die Höhle geöffnet, oder was? Okay. Interessant. Das muss der Ort sein, von dem Anne mir erzählt hat. Hier war ich doch schon. Hier war ja ewig niemand mehr. In Zentrum. Das gefällt mir hier noch nicht.
Das sieht doch nach Auerbohaua aus. Ach, nein. Hm. Wie hast du das gemacht, Jackdaw? Money! Warte mal. Kein Wunder, dass Anne diesen Hinweis nie gefunden hat. Ins Handy. Burn, 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 ring meine Eier, schnürt mich ein und das... warte mal, guck doch mal, hier unten links, links und dann rechts. Ach hier. Nein, so geht's nicht. Nein. Hm. Wie hast du das gemacht, Jackdaw? Jetzt verstehe ich. Also das, was voll ist. Okay, 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 okay. Was haben wir hier? Ah, Platz hier. Eigentlich komplett auf rechts. Na, Ausrüstungsplätze sind voll. Oh, komm schon, wirklich. Nein. So. Ich mag so Baskenmützenkram nicht. Mit Diamanten. Interessant. Aber lässig, elegantes Assembler mit Diamantenmuster. Ach so, ich dachte, da wären Diamanten drin. Und da wirst du so schwach. So, jetzt auf der rechten Seite hier wahrscheinlich, ne? Ach hier. Kein Wunder, dass Anne diesen Hinweis nie gefunden hat. Nein, so geht's nicht. Okay, das hat gepasst. Aber warum hier nicht? Nein. Wie hast du das gemacht, Jackdaw? Oder es ist einfach nur beim Testen. Mich überlistest du nicht, Jackdaw. Das ist langweilig. Ryan Error. Ich meine, finde ich okay, ja. Meine liebste Anne, gut gemacht. Du hast mein Rätsel gelöst. Ich wusste, dass du ein aufgeweckter Geist bist und die einzige, mit der ich meine Abenteuer teilen kann. Triff mich am Rande des verbotenen Waldes und ich zeige dir die Karte, von der ich dir erzählt habe. Es ist unmöglich vorherzusagen, wohin sie uns führen wird. Ich habe sie auf Seiten gefunden, die Pierce aus einem geheimen Buch gerissen hat und niemand sonst scheint es finden zu können. Ich habe keine Ahnung, was vor uns liegt, aber es stimmt mich froh zu wissen, dass ich meine Zukunft mit dir teilen werde. Das ist erst der Anfang. Richard, PS, ich bin so froh, dass du das hier gefunden hast, denn sonst wäre ich alleine gegangen. Das wäre kein sehr großer Spaß geworden. Eine Notiz von Jackdaw. Anne hat sie nie gefunden. Wie starb er? War sie unschuldig? Möglich? Das sollte ich untersuchen. Was? Revelio. Oh, ist ja gut. Waldassemble. Ich finde es schade, dass man so wenig Ausrüstungsplätze hat, weil da müsste man theoretisch, um alles mitzunehmen, ständig alle 5 Minuten. Kann das sein? Hat jemand nach all den Jahren mein Rätsel gelöst? Wirklich gut gemacht. Richard Jackdaw, stehe zu Diensten. Der Richard Jackdaw? Ich hörte, du wärst vor Jahren verschwunden. Das solltest du mir erklären. Ach ja? Das war mein Rätsel, das du gelöst hast. Was machst du hier? Die Ex-Aurorin Helen Thistlewood erzählte von einer Karte, die du gestohlen hast. Und Anne sagte was von einer Höhle. Du hast Anne gesehen? Sie brach mir das Herz. Ich musste ohne sie weiterleben. Das ist für sie wohl auch besser.
Darf ich fragen, wie es ihr geht? Sie kam wegen deines Mordes nach Azkaban. Ich fürchte, die Dementoren haben dauerhaften Schaden angerichtet. Was? Azkaban? Arme Anne. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte mich abgeschrieben. Ich bereiste jahrelang die Welt, um mein Herz zu heilen. Ich bin erst kürzlich zurückgekehrt. Mehr als Zufall. Ich muss mit dieser Aurorin reden, um zu sehen, wie ich Anne helfen kann. Das freut mich zu hören. Bevor du gehst, könnte ich die besagten Seiten mit der Karte denn auch finden? Ich bin fast sicher, dass ich sie in der Höhle fallen ließ, als ich geköpft wurde. Sie müssten dort mit meinen Überresten vor sich hinschimmeln. Ich sag dir was. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo genau sie sind? Wie hast du deinen Kopf verloren, wenn ich fragen darf? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher. Die haben den Schauspieler übrigens wirklich geköpft besuchen, dafür, um zu sehen, wie das sich das wirklich anfühlt. Nicht zum Nachmachen geeignet. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Helen erwähnte Apollonia Black. Musste Anne wegen ihr den Kopf hinhalten? Bist du jemals Angehörigen der Blacks begegnet? Die sind ziemlich nachtragend. Dass Anne Interesse an mir zeigte, konnte Apollonia nicht ertragen. Dass ihr eigenes Herz erkaltet war, war ihr egal. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Ich habe sie vor der Bibliothek auf dem Boden gefunden. Nicht mein glücklichster Fund, wenn man bedenkt, wozu er führte. Interessant. Danke. Ich brauche diese Seiten. Für einen Freund. Nun, dann sehen wir uns dort. Kann man aber machen. Zweifellos schon lange verlassen. Ja, boah, du bist doch gerade erst rausgekommen, du Lappen. Muss ich jetzt den Auftrag immer wieder neu auswählen? Kann mir zeigen, wo es ist? Ja, dann... Auf. Kann ich einfach so runter? Ich verfolge derzeit. Wenn das Spiel zu langsam ist. Wenn das Spiel zu langsam ist, ne? Ich meine, hier war ich schon gewesen. Gut, wir sind ja jetzt auch Level 16. Was bedeutet, dass wir jetzt nicht ganz... Dass wir den anderen Auftrag jetzt auch bald machen könnten. Muss ich 1000 Meter in diese Schlucht. Blutegel ausquetschen. Lecker. Ich hoffe, das macht er mit Magie. Weil sonst könnte ich gar nicht so viele Handschuhe mit mir rumtragen, wie ich sie wechseln will. Hier ist der Wald, da macht man mich auch kalt. Das fällt mir auf. Wo kommen die denn her? Man kann sie übertreiben mit Spinnen. Expelliarmus! Expelliarmus!
Holy Mamoli. Kack mir doch ins Hemd. Sich mit großen Spinnen anzulegen, ist auch etwas leichtsinnig. Warum muss ich hier lang? Es geht aber. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Warum? Triff noch einen Gegner mit einer Spinnexplosion. Fällt mir gar nicht. Warum sind hier so viele Spinnen? Was ist hier? Will ich hier schon sein? Soll ich hier schon sein? Darf ich hier schon sein? Ich habe das Gefühl, ich sollte mich hier ein bisschen vorsehen. Ich dachte, er spricht jetzt mit einem Gegner, dabei macht nur. So, das gibt ein bisschen mehr. Aber die alle sind halt relativ teuer, ne? Wenn ich hier irgendwo wieder was finde, was so Flohpulvermäßiges ist. Bock, 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 bock. Ah.
Da hatte der keinen Bock und ich gab ihm einen Borg. Ich hab was gehört. Ach hier. Immer. Also vom Damage her geht's eigentlich. Die normalen Angriffe sind halt gefühlt ein bisschen lame. Das sind also wilderer. Finde ich trotzdem komisch, dass wir das machen müssen. Ich meine, wir sind Schüler. Incentive. Okay, die Fässer kann ich also nicht auseinandernehmen. Wollen wir den quatschen? Nein? Okay. Haben die Salunken einfach angefangen, irgendwelche Tiere zu wildern? Das waren noch ein paar ganz liebe Boys. Na, hat wehgetan. Ja, ist klar, ne? Mit einer ganzen Armee kommt die an und ich bin das schwache Kind. Dieses kleine schwache Kind hat hier gerade diese gesamte Armee vernichtet. Oh, scheiße, das solltest du mal nicht vergessen. Du Lümmel. Dieser Ganove. Aber vielleicht sollte ich mehr blocken. Nein, okay, dann nicht. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Incendio. Und wo gibt's da noch ein paar? Akir, Incendio. In das nächste. So, jetzt hier. Wo ist das nächste?
Wenn, dann müsste es ja hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Ist doch dumm. Hier gibt es ja gefühlt nichts. Zwei Stück habe ich gefunden und ich weiß nicht, wo der dritte ist. Gut, dann halt nicht. Obwohl, warte mal. Incendio. Ah, okay. Ne, die Dinger sind jetzt komplett aufgetaucht. Das bedeutet, ich könnte mir theoretisch alle suchen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Oh, komm schon! Bin ich doof? So. Eins. Zwei, drei. Machen wir doch mal so. Eins, zwei. Anderes hier. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Drei. Und bis auf 80 EP hat das jetzt nichts gegeben, oder? Ah ja. Dann ist das halt so. Kann man jetzt auch nichts machen. Git. Incendio. Was ist denn mit diesen Findlingen auf sich, mit diesen Steinchen? Die kannst du doch nicht umsonst abmachen. Ja, die Knuddelmuffs will ich jetzt nicht unbedingt mir alle kaputt hauen. Ich habe aber auch keine Heiltränke mehr. Ist. Nee, ich muss ja nicht durchs Wasser. Das. Die Karte leidet gut. Da sind noch Spinnen. Was haben Sie jetzt vor? Ich will jetzt erstmal ein bisschen Stuff loswerden, und zwar hier. Kann ich nicht? Ich kann mich...
doch, hierhin kann ich mich teleporten. Gut. Warum? Hä, was ist mit dem Spiel los? Na, dann beende ich die Aufnahme. Dann machen wir was anderes. Wenn das Spiel jetzt irgendwie die ganze Zeit rumrollt, dann machen wir was anderes. Ich würde jetzt erstmal was essen, nochmal unter die Dusche gehen und dann würde ich mich nochmal in einem anderen Stream melden. Ich nehme an, dass Hogwarts einfach einen Knall hat. Also Leute, ich hoffe, das wird auch gespeichert. Hier. Bis später.